Gib mir Deckung. Gehen wir. Schnell, hier lang. Joseph, bist du in Ordnung? Ja. Sieht nach einem Marktplatz aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Vater war ein unnachgiebiger Mann, stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm, ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Thank you.
Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Was gefunden? Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Alles klar? Ja. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren.
Geh vor, ich gebe dir Deckung. Sebastian! Jetzt ist deine Chance, mach ihn fertig! Sackgasse. Hier lang. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Ah, warte. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Ist okay? Mach dir um mich keine Sorgen. Da
Sagt dir diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Was gehört? Kriegst du das auf?
Station alle? Joseph! Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Fuck. Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Scheiße, Joseph. So ein Aufwand für eine Brille.